Beim letzten Mal hatten wir darüber geredet, welche Fahrer in Mario Kart 8 Deluxe noch reinkommen werden mit Wave 5 und 6. Und heute geht es darum, welche Strecken in Wave 5 und 6 laut Data Mining ins Spiel kommen. Zum Zeitpunkt des Videos haben wir noch vier offene Cups. Das ist einmal der Feder Cup, der Kirschen Cup, der Eichel Cup und der Stachy Cup. Jeweils mit vier Strecken. Und laut Data Mining können wir uns ziemlich sicher sein, welche Strecken noch kommen werden. Insgesamt sind das 16 Strecken. Fünfmal eine Tourstrecke, vier komplett neue, zwei Wii, drei GameCube, ein Game Boy Advance und ein SNES. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Strecke vom Super Nintendo. Dort sind vier möglich. Übrigens, es geht immer um Strecken, die es schon Mario Kart Tour gibt, beziehungsweise die Mario Kart Tour kommen, das schon mal vorab. Das gilt für alle Strecken, bevor ich es mir später vergesse, weshalb hier und da eine Strecke nicht reinkommt. Das liegt daran, weil es die nicht in Mario Kart Tour gibt. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Super Nintendo Strecke. Da hätten wir zur Auswahl Schoko Island, Ghost Valley, Vanilla Lake und Koopa Beach. Bei Schoko Island, die fällt wahrscheinlich raus, weil wir Schoko Mountain vom N64 haben. Ghost Valley fällt sehr wahrscheinlich auch raus, weil wir Boo Lake vom Game Boy Advance schon bekommen haben. Bleiben noch Koopa Beach und Vanilla Lake. Und jetzt das Crazy Secret. Vanilla Lake wird bereits erwähnt in der Coconut Mall. Dort gibt es nämlich ein Plakat, wo Vanilla Lake Wintersports Equipment draufsteht. Und wenn das kein Indiz dafür ist, dass wir Vanilla Lake vom SNES bekommen, dann weiß ich auch nicht. Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns um die Strecke vom Game Boy Advance. Dort gibt es nur eine einzige Möglichkeit von Mario Kart Tour und das ist Sunset Wild. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, da können wir zu 99,9% sicher sein, dass es auf jeden Fall Sunset Wild sein wird vom Game Boy Advance. Bei den fünf Tourstrecken ist es auch schwierig, weil wir nur noch zwei Tourstrecken haben, die noch offen sind und die es schon Mario Kart Tour gibt. Das wären Los Angeles und Vancouver. Die gibt es schon Mario Kart Tour, fehlen noch in Mario Kart 8 Deluxe. Und dann gibt es noch drei mögliche Kandidaten. Und wenn wir uns mal das Promo-Picture, das Promo-Foto von Mario Kart Tour anschauen, dann sehen wir, dass es Madrid, Athen und Kairo sein könnte. Kairo wegen den Pyramiden und Athen und Madrid wurden im Data Mining gefunden. Sind also, ich denke mal, sehr wahrscheinlich. Würde auch passen, Madrid, Spanien, Kairo, Ägypten und Athen, Griechenland. Würde ziemlich gut reinpassen in die ganzen Mario Kart Tour-Strecken. Zwei mögliche Wii-Strecken. Da gibt es auch nicht viel Spielraum für Spekulation, weil wir bereits alle Wii-Strecken von Mario Kart Tour haben, außer Koopa Cape, Rainbow Road. Bei den beiden Wii-Strecken gibt es auch nicht viel Spekulationsspielraum. Weil wir können uns sehr sicher sein, dass die Rainbow Road von der Wii kommt und Koopa Cape. Koopa Cape gab es ja schon, als Welle 1 announced wurde, Spekulation, weil man Koopa Cape auf dem Foto sehen kann für die Promotion von der Boosterstrecke. Dort konnte man Koopa Cape sehen. Also können wir sehr stark davon ausgehen, dass wir Koopa Cape und auch Rainbow Road von der Wii sehen werden. Die GameCube-Strecken würde ich mir gerne zum Schluss aufheben, weil das ist für mich komplette Nostalgie und die möchte ich ganz zum Schluss besprechen. Deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt schon über die komplett neuen Strecken. Und dort gibt es eine, die ist schon offensichtlich, die gibt es schon Mario Kart Tour und das wäre Piranha Plant Code. Und noch drei Stück aus dem Data Mine und jetzt passt auf. Es gab auf der GameCube eine Battle Arena, wo man auf der GameCube spielen konnte und auf dem Nintendo DS eine Battle Arena, wo man auf dem Nintendo DS fahren konnte. Und dasselbe soll es auf der Switch geben. Nicht als Battle Arena, sondern wirklich als Strecke auf der Nintendo Switch. Ich bin gespannt, ob es die Originale ist oder die OLED. Oder vielleicht beide und dann immer random. Ist auch egal. Auf jeden Fall wird es eine Strecke geben, die auf der Nintendo Switch stattfinden wird. Finde ich sehr nice.
Dann gibt es eine Strecke, die laut Datamine in einem Badezimmer spielen soll. Ich stelle mir da sowas vor wie die Partystraße zum Beispiel. Und da ist man ja in einem Kinderzimmer unterwegs und dasselbe dann quasi in einem Badezimmer. Die Partystraße hatten wir ja damals von Game Boy Advance und ich denke, in dem Stile wird auch das Badezimmer sein. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight von den neuen Strecken. Wir hatten ja schon die Yoshi Island Strecke, die absolut mega, mega nice ist. Ich liebe die Strecke, ist von ganz Mario Kart 8, glaube ich, meine aller Lieblingsstrecke, egal von welchen. Die Musik ist nice, die Soundeffekte sind nice, die Strecke ist nice, ich liebe die Strecke. Und ich glaube, mit dieser Strecke, die neu dazukommt, kommt eine dazu, die ich noch nicer finden werde. Und zwar, wenn der Starter meinen und die League stimmen, wird es eine Donkey Kong Country Strecke. Das heißt, das Setting von Donkey Kong genauso auf die Spitze getrieben wie bei Yoshi Island. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Kommen wir jetzt zu den letzten drei GameCube Strecken. Die sind auch sehr, sehr obvious, weil es gibt insgesamt 5 Strecken von der GameCube auf Mario Kart Tour. Unter anderem Baby Park und Yoshi Island, die gibt es ja schon bei Mario Kart 8, fehlen noch 3. Und die 3 werden sein Donkey Kong Mountain, Daisy Cruiser und Dino Dino Dschungel. Abgesehen von Donkey Kong Mountain, mega geile Strecken. Ich bin kein Fan von Donkey Kong Mountain, bei Double Dash fand ich es ganz cool. Ich glaube aber, ich habe mich mittlerweile satt gesehen an der Donkey Kong Mountain Strecke. Daisy Cruiser habe ich übel Bock drauf, war auch auf GameCube einer meiner Lieblingsstrecken. Und Dino Dschungel wird auch mega, mega nice. Insgesamt sehr, sehr geile Strecken. Und wenn wir jetzt dazu kommen und uns mal hier diesen League anschauen, dann können wir die nämlich auch perfekt einordnen und wissen ganz genau, was in Welle 5 und auch in Welle 6 kommen wird. Fangen wir an. Erste Strecke wird Los Angeles sein. Zweite Strecke Cooper Cape von der Wii. Dritte Strecke Sunset Wild vom Game Boy Advance. Und vierte Strecke Cairo Tour. Beim Kirschencup wird die erste Strecke Athen. Zweite Strecke Dino Dino Dschungel vom GameCube. Dritte Strecke Vanilla Lake vom Super Nintendo. Und vierte Strecke wird eine komplett neue Strecke, die von Mario Kart Tour, Piranha Plant. Beim Eichel Cup wird die erste Strecke Vancouver sein. Die zweite Strecke Donkey Kong Mountain vom dem GameCube. Die dritte Strecke wird die Badezimmerstrecke sein und die vierte Strecke wird Donkey Kong Country komplett neu sein. Da habe ich übel Bock drauf. Und der letzte Cup, der Stachy Cup, wird die erste Strecke Madrid sein, die zweite Strecke Daisy Dampfer vom GameCube, die dritte Strecke die Nintendo Switch Strecke, wo wir auf der Nintendo Switch fahren können, und die vierte Strecke und allerletzte Strecke wird Rainbow Road von der Nintendo Wii sein. Ich habe mega Bock drauf. Ich bin richtig gespannt, ob das stimmt. Wir werden uns nochmal sprechen, wenn Welle 5 und Welle 6 da sind. Aber man kann sich ziemlich sicher sein, dass der Datamine stimmt. Weil dieser Datamine auch alle anderen Cups, die wir bisher haben, komplett vorausgesagt hat. Und ich finde die Auswahl der Strecken richtig, richtig gut. Lasst mal gerne eure Meinung unter den Kommentaren stehen. Mich würde sehr ein Like auf dem Video freuen, Follow auf dem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.